So, die nächste Frage in unserer Online-Sprechstunde geht über das Thema Word-Import. Wie kann man ein Word-Dokument in Confluence importieren? Also, wie kriege ich ein bestehendes Word-Dokument in das Confluence-Wiki rein? Und das zeige ich einfach mal hier direkt in diesem Wiki. Ich lege mal eine neue Seite an. Und die nenne ich meine Word-Studie oder mein Word-Dokument. Mein Word-Dokument. Test. So, und speichere das einfach mal. Also hier soll jetzt sozusagen mein Word-Dokument importiert werden. Und dann gehe ich hier auf Tools und dann gibt es eine Option Word-Dokument importieren. Also relativ einfach zu finden. Einfach in der Seite auf Tools und Word-Dokument importieren. Da klicke ich drauf und kann jetzt hier mein Word-Dokument auswählen. Also ich suche das jetzt von meiner Festplatte aus. Und klicke auf Datei auswählen, öffne das. Jetzt ist aber ganz schön unscharf geworden. Ah, jetzt hat die Kamera sich beruhigt. So. Und habe jetzt also hier ein Word-Dokument, das habe ich irgendwann mal aus dem Internet runtergeladen, eben noch mal rausgesucht. Das nehme ich und lade das also hoch. Studie IQM Endversion Yamin Final. Irgendwo im Internet gefunden. Und drücke hier auf Weiter. Und jetzt wird dieses Word-Dokument von dem Confluence-System analysiert. Ich kann jetzt einen Startseitennamen, also wie soll das Unterdokument, das angelegt werden soll, heißen. Das Test des Word-Imports nenne ich das jetzt einfach mal, das Dokument. Das soll als neue Seite in den aktuellen Bereich importiert werden. Dann wird es eine Unterseite. Ich könnte es auch jetzt hier die importierte Seite umbenennen, wenn der Seitenname bereits importiert. Ich kann das auch hier ersetzen. Alle möglichen, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und dann kann ich hingehen und sagen, okay, das Dokument hat eine Gliederung. Und diese Gliederung möchte ich gerne aufteilen in unterschiedliche Wiki-Dokumente. Das heißt also, wenn ich eine Art eine umfangreiche Studie habe mit 7 Kapiteln, dann würde das ja ein sehr, sehr langer Schlauch werden, den ich da importiere. Und den kann man halt aufteilen in dann 7 Dokumente, sodass die besser zu verlinken sind und handlicher in der Verwendung. Eine relativ schlaue Funktionalität, die wir jetzt hier aber nicht anwenden wollen, weil ich keine Lust habe, 7 oder 17 oder 37 Dokumente zu haben. Deswegen sage ich hier jetzt nicht aufteilen. In vielen Fällen bei Ihnen wird es sinnvoll sein, das aufzuteilen. Und dann klicke ich einfach auf Importieren. Und das war es eigentlich schon. Ja, jetzt habe ich nämlich genau, komme ich hier auf ein Dokument und da ist jetzt hier mein Ergebnis drin. Ich scrolle hier mal kurz runter und hier habe ich also mein Inhaltsverzeichnis übernommen. Hier sehen wir jetzt irgendwie so einen Fehler passiert offensichtlich. Müsste man jetzt ein Word-Dokument mal reingucken, woran das liegt. Das ist so eine 80-20-Lösung. Ja? Also die Formatierungen sind alle übernommen, die Überschriften sind schön übernommen, werden hier auch richtig dargestellt. Teilweise sind hier Dinge offensichtlich nicht als Überschriften definiert, die sind jetzt nur einfach fett markiert. Ich habe aber auch zum Beispiel hier eine Tabelle, die wird mir jetzt richtig schön angezeigt. Listen werden übernommen. Dann hier ist die Formatierung ein bisschen unschön. Aber auch zum Beispiel Bilder werden übernommen. Irgendwann wird uns hier nochmal ein Bild begegnen. Genau hier ist zum Beispiel ein Bild. Das wurde also automatisch erkannt in ein GIF oder JPEG oder PNG umgewandelt und hier dargestellt. Können wir mal angucken, ist ein PNG. Ja, das da erstellt worden ist und hochgeladen wurde. Also eigentlich ein ganz gutes, brauchbares Ergebnis. Aus meinem Word-Dokument habe ich jetzt ein Wiki-Dokument gemacht. Hier Tabellen mit Zahlen drin und so weiter und so fort. Also kann man durchaus gebrauchen, diesen Word-Import. Wir können uns gerne auch nochmal das Word-Dokument selbst anschauen. Ich habe hier jetzt kein Office installiert, sondern nur so ein Open Office Ersatz, ich glaube Neo Office oder sowas ist das. Muss man mal schauen. Öffnet sich jetzt noch nicht. Also dieses Dokument mal kurz aufmache und wir uns das anschauen. Insgesamt kann man sagen, dass der Word Import auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Maßnahme ist, um bestehende Dokumente
in das Wiki zu übernehmen. Wir nennen das intern auch Wikifizieren. Und Confluence meines Erachtens einen der besten Importer hat, die ich bisher gesehen habe und da sehr zuverlässig ist. Natürlich können Sie mit einem Wiki nicht alle Formatierungen, WordArt und so weiter machen, die Sie mit Word machen können. Insofern ist das immer so ein 80-20-Ansatz. Aber es ist schon so, dass Dokumente sehr ordentlich und sinnvoll übernommen werden und man sich darauf eigentlich ganz gut verlassen kann und mit so einem diesem Word-Import ganz gut arbeiten kann. So, jetzt ist das Dokument geöffnet in OpenOffice. Und jetzt schauen wir uns nochmal an. Also hier war jetzt das Logo IQM. Und wenn wir uns jetzt das Ergebnis nochmal anschauen, dann sehen wir hier oben, dass das jetzt hier linksbündig ist, statt hier rechtsbündig in dem OpenOffice. Das ist aber eigentlich kein Problem. Dann hier auch das hat er offensichtlich nicht so richtig dargestellt. Aber hier die das Inhaltsverzeichnis hat er gut übernommen. Und wir sehen jetzt schon, hier sind also schon so ein paar Sachen. Zum Beispiel das Ding ist offensichtlich weggeflogen. Das gibt es nämlich in dem Wiki-Dokument hier nicht mehr. Also es ist nicht so, das müsste vermutlich jetzt hier irgendwie stehen. Also da ist sicherlich auch noch Nacharbeit erforderlich. Aber insgesamt für so ein Dokument hier mit zig Seiten ist das ein sehr gutes und ordentliches Ergebnis, mit dem man meines Erachtens sehr gut arbeiten kann. Und ich glaube, das beantwortet unsere Frage, wie man den Word-Import von Confluence durchführt und anwendet. Ich hoffe, dass Sie das selbst mal ausprobieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wenn Sie irgendwie Probleme haben, Hilfe haben wollen, stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Freue ich mich drauf. Bis bald. Tschüss.